Hallo und herzlich willkommen zu den Zwergen oder die Zwerge, der zweite Teil. Wir stehen hier inmitten der großen Halle und haben als Questaufgabe uns unserem Herrn und Meister, nein, und dem Lord Ionan, den sollen wir also finden, sollen wir besuchen. Wir sollen in sein Studierzimmer, ja, ich guck mal, wo das Studierzimmer ist. Gehen wir hier ein bisschen raus. So, warte mal, wie war denn das nochmal? Da kannst du umsteuern. Was ich ein bisschen doof finde ist, kann ich eigentlich... Ah ja, ich kann die Kamera drehen mit der mittleren Maustaste, war das. Ja, Entschuldigung, ist wieder ein paar Tage her. Ich habe das ja mal nur so angespielt. Jetzt haben nicht so viele es geguckt, aber ich denke mir, eine Folge ist keine Folge und wir machen noch eine zweite zumindest und vielleicht auch noch eine dritte. Und dann schaue ich mal, ob ich dann noch weitermache oder ob ich es lasse. Ich möchte mich aber nicht nur einfach jetzt hier stumpf an der Story halten, sondern wir gehen jetzt mal... Tungdil, schnell, sonst verbrennt mir mein Gulasch! Du erkennst sofort, wo das Problem liegt. Eine Kette, mit der die Kessel über einen Flaschenzug bewegt werden, hat sich aus der Halterung gelöst und der Kessel sitzt auf der Feuerstelle fest. Die Last ist schwer und keiner der Magus-Schüler, die sich selbst beim Küchendienst für etwas Besseres halten, traut sich, etwas zu unternehmen. Man könnte sich ja die Finger verbrennen oder gar schmutzig machen. Ja, ja. Gemüse, Brot, Käse. Aber mit der Köchin ist nicht zu spaßen. Viele schmerzende Fingerknöchel haben dich gelehrt, dass sie mit dem schweren Holzlöffel umzugehen weiß. Und dass sie möglicherweise Augen im Hinterkopf hat. Ja, an den Tisch wollte ich auch eigentlich gar nicht gehen. Ich wollte gerade sagen... Diese feinen Herren hier, die alle viel, viel schlauer sind als wir, können natürlich nichts machen, wenn es um körperliche Arbeit geht. Repariere die Halterung. Ja, wir machen das mal einfach. Ne? Wir sind ja so nett. Es wäre schade ums Gulasch. Ich habe nämlich Hunger. Hier, halt das. Ach, ja, ja, ja. Untersuche die Halterung gründlich. Ich repariere einfach nur die Halterung. Du elende Missgeburt! Einen Augenblick lang hoffst du, dass der Famulus tatsächlich seine Hand gegen dich erheben würde. Doch dann kommt er zur Vernunft und verlässt mit hochrotem Kopf die Küche. Ihr beide habt euch gesucht und gefunden. Mein Gott, was für ein Penner. Ja, ne, wäre ja auch schade ums Gulasch. Wir gucken uns mal das Abendessen an. Im Kessel blubbert das Gulasch. Du saugst die warme Luft durch die Nase ein und der Duft lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Oh ja, jetzt so ein leckeres Gulasch. Aber nein, ich will ja gleich Sport machen. Gut, was haben wir hier noch? Haben wir noch irgendwas, was wir untersuchen können? Den Tisch haben wir ja schon untersucht. Oh, was ist da? Bier. Das Bier, das zum Stollen geliefert wird, soll das beste Bier Idoslans sein. Es ist auf jeden Fall dein Lieblingsbier. Aber du hast auch nicht genug verschiedene Biere getrunken, um es wirklich vergleichen zu können. Ja, dann leg mal los. Ne? Also das eine oder andere Bierchen sollte man probieren, finde ich. So, haben wir hier sonst noch irgendwas, was sich lohnt zu untersuchen? Glaube nicht, ne? Mal mit irgendjemandem sprechen. Frala. Weißt du, was Lord Ionan von mir will? Sie wirft dir einen belustigten Blick zu. Sie hat dir schon häufiger vorgehalten, Dinge manchmal unnötig zu verkomplizieren. Das war jetzt ein komisches Gespräch. Also offensichtlich weiß sie nicht, was Lord Ionan von uns möchte. Wir müssen es selber herausfinden. Irgendwie habe ich noch nicht so richtig die richtige Perspektive gefunden. Okay, also hier scheint auf jeden Fall nichts weiter zu sein für uns. Waren wir hier drüben schon drin? Oder war das einfach nur... Das ist, glaube ich, nur unser Raum, ne? Da drüben? Nein! So, was haben wir denn hier? Stibitze etwas essen. Ja, nicht unbedingt hier, würde ich sagen. Ne? Dann nicht am besten da.
Okay. So, können wir hier auch was? Der Schmied? Brauchst du was? Ist der in Gold durchgebrannt, als du ihn beschlagen wolltest? Auf unseren Tellern ist er jedenfalls nicht. Ich hab's mir gedacht. Na, also hier funktioniert das nicht. Ich versuch's trotzdem. Hey, was soll das werden, Unterirdischer? Wir essen hier noch. Warum holst du nicht deine eigene Portion? Oh, stellt euch mal nicht so an. Ihr könnt euch ja noch was holen. So, hier weiter. Was haben wir denn da? Wer ist da? Von den rund 200 ausgewählten Menschen, die unter Lord Ionans Aufsicht lernen, worauf es bei der Kunst des Zauberns ankommt, kannst du höchstens eine Handvoll leiden. Mit der flüchtigen launischen Magie hast du nichts am Hut. Dein Reich ist die Schmiede. Ja, arrogantes Magierpack. Ich ja meistens auch ein Magier immer spiele. Lord Ionan hat dich nicht nur bei sich aufgenommen, er hat dir auch das Lesen und Schreiben beigebracht. Doch die ist gerade nicht danach. Erst recht nicht, weil du jedes der Bücher fast auswendig kennst. Ja, so musst du dir mal eins kaufen. Oh, haben wir hier sonst noch irgendwas? Da. Die Landkarte haben wir uns doch schon angeschaut, letzte Folge, oder? Eine Karte des geborgenen Landes. Die Königreiche der Menschen sind zwar eingezeichnet, doch der Kartenzeichner hat den Fokus auf die Zauberreiche der Magie gelegt. Ionanda, Brandokai, Lios Nudin, Oremaira, Saborien und Turgoria. Während die meisten Landschaftsmerkmale fehlen, wurden die Adern der Magiefelder mit peinlichster Genauigkeit eingezeichnet. Ausgehend von Lios Nudin im Zentrum breiten sich 5 Adern unter dem geborgenen Land aus. Aha. Hier drüben noch irgendwas? War doch gerade noch was. Da. Das war das Abendessen. Okay, das haben wir schon gesehen. Da oben war jetzt, glaube ich, nichts mehr. Da geht es nur noch raus. Da kann man die Stollen verlassen. Ja, dann würde ich sagen, da ist ja meine Schmiede, ne? Genau. Nee, dann gehen wir direkt dahin. Da haben wir alles. Hier ist das Studierzimmer. Hier runter kommen wir ja nicht. Dann hören wir uns mal an, was Lord Ionan zu erzählen hat. Meister Lord Ionan, Vala sagte, ihr wünscht mich zu sprechen? Ah, Tungdil, komm herein. Dort drüben im Schrank findest du einen Beutel. Hol ihn bitte heraus. Er enthält Artefakte meines ehemaligen Famulus Goreen, die ich ihm zurückgeben möchte. Er lebt am Schwarzjord, 300 Meilen von hier entfernt. 300 Meilen? Eine lange Reise. Wen wollt ihr damit beauftragen? Ich dachte da an dich. An mich? Es gibt keinen besseren für diese Reise. Du hast dir einiges an Wissen angeeignet und bist beinahe ein Gelehrter. Manch Famulus weiß weniger über das geborgene Land und seine Bewohner als du. Es ist Zeit, dass du hier mal rauskommst und die Welt mit eigenen Augen siehst. Das würde ich gerne. Hui, okay. Was befindet sich im Beutel? Was ist im Beutel? Magische Gerätschaften. Am besten lässt du den Beutel zu, wenn du Unglücke vermeiden willst. Zwerge mögen Magie nicht besonders und die Magie mag euch auch nicht. Brakas gab uns so viel handwerkliches Können, dass Magie in unseren Körpern keinen Platz mehr hat. Um genau zu sein, jedes Mal, wenn du Magie zu nahe gekommen bist, endete das in einer Katastrophe. Ach ja, vielleicht treffe ich andere Zwerge. Vielleicht treffe ich unterwegs ja Zwerge. Ja, vielleicht. Aber mach dir nicht zu große Hoffnungen. Und du solltest vorsichtig sein, mit wem du sprichst. Nicht jeder dort draußen mag Zwerge. Wie Kobolde. Sie entführen Zwergenbabys und verkaufen sie an Magi, habe ich gehört. Nicht das beste Geschäft meines Lebens. Aber was sollte ich tun? Die Langnasen drohten, dich in den nächsten Fluss zu werfen.
Okay. Sei auf der Hut. Pass auf den Sack auf und verliere ihn nicht. Palandiel sei mit dir. Und dein Vrakas natürlich auch. Ich breche sofort auf. Auf Wiedersehen, Lord Ionan. Ich will immer Lord sagen. Es heißt ja tatsächlich nur Lot. Lord Ionan. Dem Inventar. Also, was haben wir denn hier? Hier ist Cola. Da haben wir Futter für 4 Tage. Vier Tage ist jetzt nicht viel, ne? Ich hoffe, wir finden unterwegs noch was. Kann ich nicht noch irgendwo Proviant mitnehmen? Also, naja, komm. Wir machen uns auf den Weg. Und schauen mal, was die Welt dort draußen für einen kleinen Zwerg wie uns zu bieten hat. Gerade als du deine Hand zur Tür ausstrecken willst, knurrt dein Magen. Es ist noch nicht einmal Mittag und du willst eine 300 Meilen lange Reise ohne Proviant überstehen. Ja, mein Gott, ich hab doch für 4 Tage. Kann ich nicht noch, muss ich noch? Werde ich noch? Kriege ich noch? Na gut, dann gehen wir hier nochmal los und gucken mal, ob wir hier ein bisschen was abstauben können. Im Kessel blubbert das Gulasch. Ja, du saugst toll. Die warme Luft durch die Nase ein und der Duft lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Hallo, Frala. Ich brauche Proviant für 300 Meilen. Ich brauche Proviant für 300 Meilen. Du strahlst über das ganze Gesicht. Endlich bekommst du die Gelegenheit, einmal etwas von der Welt zu sehen. 300? Tungdil, das ist kein Botengang mehr, das ist eine richtige Reise. Warte, ich habe hier das Richtige dafür. Aber lass es nicht die Köchin sehen. Ich gehe zum Schwarzjoch. Ich werde einem ehemaligen Schüler des Magus ein paar Dinge zurückbringen. Du steckst das Schwarzbrot, die Würste und den Schinken ein. Genug Essen für die ersten Tage deiner Reise. Vielleicht treffe ich sogar andere Zwerge unterwegs. Ich habe ein Geschenk. Ja, okay, wenn ich ein Geschenk habe. Ich habe ein Geschenk für dich. Du holst 3 Hufnägel hervor, die du sorgfältig zu einem Schutzsymbol zusammengefügt hast. Es ist nicht das edelste Geschmeide des geborgenen Landes, aber... Ein Blick in Fralas Gesicht zeigt dir, dass es ihr darauf nicht ankommt. Sie strahlt vor Glück, als sie den Anhänger nimmt. Für mich? Aber warum denn? Weil du so etwas wie eine kleine Schwester für mich bist und ich dich vermissen werde. Hättest du ihr sagen können, doch du belässt es bei einem Schulterzucken und einem schiefen Lächeln. Warum sagt er das denn nicht? Das kann man doch sagen, ist doch nett. Also das ist ja, muss man sich auch nicht verschämen, finde ich. Na? Okay, Vielleicht treffe ich sogar einige Zwerge unterwegs. Frala wirft dir einen vorsichtigen Blick zu. Es ist ein heikles Thema, von dem du nicht lassen kannst. Es gibt nicht viele Zwerge hier unten. Du bist der Einzige in Idoslan, soweit wir wissen. Ich weiß, aber ich kann doch nicht einfach so aus dem Felsen geboren worden sein. Irgendwo in den Bergen habe ich einen Stamm, einen Clan, vielleicht eine Familie. Ja, vielleicht. Frala hat dich schon mehr als einmal daran erinnert, dass Lord Ionan die Zwergenstimme angeschrieben hat und keiner von ihnen einen Zwergenjungen vermisste. Ich muss aufbrechen. Ich will heute noch ein gutes Stück Wegstrecke hinter mich bringen. Ich wünsche dir den Segen Palandiels und deines Gottes Vrakas. Damit du unterwegs vor allen Gefahren geschützt bist. Hier, ein Talisman. Wann immer du ihn anschaust, denkst du an mich. Schelmisch zwinkert Frala dich an. Und daran, dass du mir etwas Schönes mitbringst. Okay, das übliche. Frauen wollen was geschenkt bekommen. Naja, das kennen wir ja. Gut, also, wie gesagt, Clan mit K geschrieben. Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung, müsste ich mal jetzt mal Google nachschauen. Ist aber auch egal.
Wir gehen jetzt raus in die Welt. Jetzt aufgeregt. Wie schön, dich wiederzusehen, Lot-Ionan. Es ist schon ewig lange her, seit wir uns das letzte Mal gegenüberstanden. Nudin, wie schön. Bitte, nimm Platz. Nein, aber danke, mein Freund. Die Angelegenheiten sind äußerst dringend und ich habe nicht viel Zeit. Du musst sofort nach Lius Nudin kommen. Das tote Land regt sich. Bist du dir sicher? Wie kommst du darauf? Mich entdeckte es vor ungefähr 60 Umläufen bei einem Besuch an der Grenze. Unsere Bannschranken sind schwächer und durchlässiger geworden. Die Albe haben ihr Land verlassen, ja, und eine große Rotte Orks ist in das geborgene Land einmarschiert. Konntest du den Zauber mit deiner Magie stärken? Nein, allein kann ich den Schaden nicht beheben. Wir brauchen die vereinte Macht der Sechs. Die anderen vier sind schon unterwegs hierher, aber wir brauchen auch deine Hilfe. Ich werde so schnell wie möglich nach Borista aufbrechen. Oh, und da du ja sowieso kommst, könntest du doch auch gleich die Gelegenheit nutzen und mir die Dinge mitbringen, die ich dir ausgeliehen hatte. Natürlich. Ich habe sie bereits in einem Beutel verstaut. Oh, vielen Dank. Wir werden deine Ankunft erwarten. Ich dachte schon, ihm passiert jetzt was. Naja, man weiß ja nie, ne? Völlig geblendet vom Sonnenlicht kneifst du schon nach wenigen Schritten die Lider zusammen. Die Zeit unter der Erde hat dich derart empfindlich werden lassen, dass du im Schatten einer mächtigen Eiche Schutz vor der Helligkeit suchst. Gut, wir sind also jetzt hier offensichtlich auf der Übersichtskarte. Lasst uns mal schauen. Also, wir sind hier und wir müssen offensichtlich hier hin. Da ist Schwarzjoch. Haben wir hier. Wird uns nicht angezeigt. Was ist das? Ein Fragezeichen. Okay. So, wir können also von hier aus erstmal nur hier hin. Dann gehen wir da mal hin. Du erreichst einen kleinen See an einem Birkenwäldchen. Deine Füße schmerzen und deine Augen brennen noch immer vom ungewohnten Sonnenlicht. Dennoch kannst du dir ein Grinsen nicht verkneifen. Du hast am ersten Tag deiner großen Reise ein ordentliches Stück Wegstrecke hinter dich gebracht. Du schlägst ein Lager auf und legst dich auf dem harten Waldboden schlafen. Als du dich am nächsten Morgen erhebst, spürst du Muskelkater in deinen Beinen. Doch du verscheuchst die wehleidigen Gedanken und wirfst dir deinen Rucksack über die Schultern. Du bist ein Zwerg und Zwerge jammern nicht. Okay, also der erste Tag ist mal noch ohne irgendwelche Zwischenfälle abgegangen. Ich möchte gerne wissen, was das für ein Fragezeichen ist. Ich bin neugierig. Gehen wir jetzt hier lang, den kurzen oder den langen Weg? Hier gehen wir da. Ich muss auch gucken wegen der Nahrung. Ne? Wir haben jetzt gut, wir haben für 18 Tage Nahrung. Wir brauchen 1, 2, 3, 4 Schritte, dann sind wir hier. Ist auch ein Dorf. Wir gehen mal hier lang. Da ist nichts. Gegen Mittag, als die Sonne hoch am Himmel steht und dir erste Schweißtropfen auf die Stirn treibt, erkennst du etwa 100 Meter vor dir eine Bewegung neben der Straße. Einige Krähen picken an etwas im hohen Gras herum. Geh auf der Straße weiter, bis du mehr erkennen kannst. Verlass die Straße und pirsche dich an die Krähen heran. Bleibe stehen und beobachte die Szenerie aufmerksam. Wir pirschen uns mal heran, würde ich sagen. Die knarzende Lederrüstung, der scheppernde Rucksack und das fehlende Talent der Zwerge, sich leise zu verhalten, lassen die Krähen aufflattern. Ihr Krächzen klingt wie Lachen in deinen Ohren. Du brichst deinen Schleichversuch ab, richtest dich auf und erkennst zwei menschliche Körper im plattgedrückten Gras. Ui.
Naja, man kann es ja mal versuchen, ne, da sich heranzuschleichen. So, da liegt der erste. Das sieht gar nicht gut aus. Vor dir liegt ein schmächtiger Mann, gekleidet in eine teure Robe. Sie ist in den Farben von Turgur, dem Schönen, einem der 6 Magi, gestaltet. Es muss sich um einen seiner Famuli handeln. Du kannst keine Wunden erkennen. Aha, haben wir da drumherum irgendwas? Dreh die Leiche um. Bei Vrakas. Du erkennst dünne Stichwunden auf der Brust des Mannes. Die Stiche sind zu groß, um von Pfeilspitzen verursacht worden zu sein, aber zu schlank für Schwertwunden. Also überfallen. Haben wir hier sonst irgendwas in der Nähe? Was haben wir denn da? Ah, nichts. In der Umgebung der Leichen siehst du keine Spuren eines Kampfes. Wurden sie von einem Begleiter erstochen? Ein Fremder hätte sich kaum unbemerkt an sie heranschleichen können. Untersuchen wir mal die zweite Leiche. Du blickst auf einen großen, breitgebauten Mann hinab. Er trägt eine dunkelbraune Lederrüstung, die mit Eisenplättchen verstärkt wurde. Ein Schwert liegt neben ihm. Wollte er sich gegen etwas oder jemanden verteidigen? Am Schwert ist kein Blut. Mal umdrehen. Der Mann weist dieselben Stichwunden auf. Es ist offensichtlich, dass beide Männer von derselben Waffe getötet wurden. Doch was diese Waffe ist, vermagst du nicht zu sagen. Ein Rucksack. Ein Rucksack, der vermutlich einem der beiden Toten gehörte. Er wurde anscheinend durchsucht und danach achtlos weggeworfen. Dann durchsuchen wir ihn auch nochmal. Du findest einige Gebrauchsgegenstände, etwas Proviant und eine Landkarte. Auf ihr ist ein Reiseweg von Porista, der Hauptstadt des Magus Nudin, zu Lord Ionans Stollen eingezeichnet. Bedeutet das, Turgur der Schöne befindet sich in Porista und wollte Lord Ionan eine Nachricht zukommen lassen? Und wenn ja, warum hat er nicht Magie benutzt? Fragen über Fragen. Er kann uns die Antwort sagen. Das ist nichts weiter. Ja, das reimt sich, ich weiß. Ich bin ein Poet. So, ja, sonst haben wir, glaube ich, hier nichts. Da geht's nur dann weiter. Du lässt den Blick noch einmal über die Gegend schweifen und fragst dich, was du als nächstes tun sollst. Das frage ich mich in der Tat. Bleibe und suche nach weiteren Hinweisen, begrabe die Toten und setze danach deine Reise fort. Setze deine Reise fort. Ich begrabe die Toten und setze danach meine Reise fort. Mit euch zusammen in der nächsten Folge. Vielen Dank, bis dahin. Schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, ob es euch gefällt, die paar, die es sich anschauen, ob ich weitermachen soll oder ob ihr sagt, ach komm, lass den Scheiß. Mach was anderes. Wir machen auch was anderes. Dann spiele ich es nämlich für mich weiter. Mich interessiert nämlich, wie die Geschichte weitergeht. Bis dahin, ciao, euer Alien.